Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Bam! Jeden Tag eine Frage und ein Engel, die es bam machen lassen in deinen Gedanken auf dem Weg zu Weihnachten hin. Die Fragen kommen aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kindel Beifuß. Fragen können wie Küsse schmecken. Und die Engel kommen aus dem Buch von Anselm Grün, 50 Engel für die Seele. Nun leben wir in einer wilden Zeit, die irgendwie ganz anders ist, als es bisher immer gewesen ist. Weihnachten wird anders sein, als es bisher gewohnt war. Aber vielleicht hast du in der Vergangenheit schon einmal Weihnachten anders gefeiert, als es gewohnt war. Weihnachten anders gefeiert, als es in deiner Familie üblich gewesen ist. Und so kommt die heutige Frage daher und fragt dich, was war mal dein gelungenstes Alternativprogramm zu Weihnachten? Was kommt dir da als erstes in den Sinn? Ich habe gleich eine ganz bestimmte Vorstellung, die in meinen Gedanken auftaucht. Aber was war dein gelungenstes Alternativprogramm zu Weihnachten? Denk da mal drüber nach. Und dazu schenke ich dir einen Engel, den ich jetzt mit dir zusammen mit meiner Engelsbrille betrachten werde, die mir meine liebe Freundin Ellen Horlebein aus Afrika zugesandt hat. Und es ist der Festengel. Vom Ursprung her hat Fest immer eine religiöse Bedeutung, vom Ursprung des Wortes. Im Fest bricht Gott in unser Leben ein. Im Fest feiern wir die Zustimmung zu unserem Leben. Und wir drücken im Fest unsere Sehnsucht aus nach Heimat und Geborgenheit, nach gelingender Gemeinschaft. Wir spüren, dass unser Leben wertvoll ist. Die griechische Philosophenschule der Stoa meinte, unser Leben sei ein beständiges Fest. Wir feiern jeden Augenblick das Geheimnis unseres Lebens, das Einswerden mit Gott. Jedes Fest hat etwas von einem Hochzeitsfest an sich. Gott feiert mit uns Hochzeit. Gott selbst verbindet sich mit uns und unserem Leben. Daher ist es angemessen, immer wieder ein Fest zu feiern, um uns zu vergewissern, wer wir eigentlich sind, dass unser Leben sich nicht beschränkt auf Arbeiten und Essen, sondern offen ist auf einen weiten, auf einen göttlichen Horizont hin. Und dabei soll dich heute der Festengel an der Hand nehmen, um mit dir die nächsten kleinstmöglichen Schritte auf ein neues, auf eine neue Art Weihnachten zu feiern tun. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und ich freue mich darauf, wenn du morgen wieder einschaltest, wenn wir ein neues Türchen öffnen in Mickys Adventskalender 2020. Bis dahin hoffe ich, dass du entdeckst, was du dieses Jahr feiern willst und was in der Vergangenheit dein bestes alternatives Weihnachtsprogramm gewesen ist. Bis dann.